Willkommen hier zu Pimp My House. Auf der linken Seite die Wand siehst du, die habe ich gerade mit Polysiegel TG 500 eingesprüht. Das ist so eine Grundierung für diese ganzen Dichtschlemmen, Krimskrams. Hier übrigens ist jetzt die Ecke, die habe ich jetzt wirklich absolut dicht bekommen und diese hier auch. Schon mit der Dichtschlemme, aber da kommt noch zusätzlich jetzt der Spürmörtel drauf. Das trocknet hier gerade mit so einem Heizlüfter. Das musste ich draufpinseln. Und damit das nicht wieder durchgenässt ist, muss ich hier mit dem Heizlüfter die Oberfläche abtrocknen, aber auch nicht zu stark, weil dann wird es wieder bröselig, dann härtet das nicht vernünftig aus. Also muss ich immer den Heizlüfter wieder an und wieder aus gucken, eventuell so ein bisschen dann rumdrücken, damit das wieder kurz aufgeschlemmt wird und dann so, dass es wirklich sagt, langsam hier so mit trocknet. Also ein bisschen kompliziert, das war ein bisschen hier die knifflige Ecke, aber das ist wirklich auch die einzige Schnelle hier, der Rest ist hier alles tipptopp. Hier sieht es natürlich auch noch ein bisschen feucht aus, weil ich hier gerade die Dichtschlemme das zweite Mal eingepinselt habe. Hier komplett ringsum. Hier komplett, das ist jetzt alles super, super abgedichtet. Ja, hier in dem Raum habe ich dasselbe gemacht. Hier ist auch alles komplett abgedichtet. Hier habe ich ja die ganze Wand mit der Dichtschlemme eingepinselt. Das sieht auch sehr gut aus, also da sind noch so ein Stückchen, aber das ist nur ein bisschen Dreck, weil ich habe nämlich auch hier das Fenster schon zugemacht. Ich werde dir auch ganz kurz sagen, wie ich es gemacht habe. Da ist ja so eine Art Gitter, dann kommt die Scheibe und dann habe ich quasi vor die Scheibe, habe ich alles voll mit Bauschaum gesprüht, also den Strahler volle Kanne, habe das richtig so eingepfft, dass das also so draufgespüttert ist und wie so eine Art Styroporplatte dann dahinter entsteht. Und dann habe ich eine dicke 5 cm Styroporplatte draufgeklebt. Und dann habe ich nochmal wieder die Styroporplatte auch wieder eingesprüht, nochmal eine 3 cm Styroporplatte. Ich habe es deswegen gemacht, dass hier gar kein Hohlraum mehr entsteht, weil manchmal ist es ja so, wenn der Taupunkt im Mauerwerk liegt, kann da natürlich Kondenswasser entstehen. Und damit hier kein Kondenswasser irgendwo hier in dieser Konstruktion entsteht, habe ich gesagt, ich gehe auf Nummer sicher. Eigentlich würde da wahrscheinlich auch nichts passieren, weil Styropor sehr gut dämmt und da kommt von außen eigentlich gar nichts irgendwie groß durch 5 cm Styropor. Aber hier ist jetzt quasi, das ist jetzt vergleichbar, als wenn das hier eine 10 cm oder 15 cm dicke Styroporwand ist. Dann hier auf den Rahmen Rigips geschraubt. Die Ecken natürlich auch dahinter habe ich alles komplett ausgeschäumt und so. Das ist alles komplett vernünftig isoliert, dass hier keine Wärmebrücken bzw. Kältebrücken entstehen. Und ja, das habe ich hier dann alles festgeschraubt. Fertig, aus. Die Wand wird verputzt und dann verschwindet das sowieso alles. Ja, so sieht das hier aus. Hier ist es wieder sehr chaotisch. Ich habe da tatsächlich einen Brenner für gebraucht. Ich musste in die Rückseite der Styroporplatte noch so ein paar Vertiefungen reinbrennen, wegen den Griffen dieser Fenster. Die sind aber auch wieder alle komplett eingeschäumt. Also das ist alles komplett dicht jetzt. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Und da, wo ich jetzt gerade bei bin, das ist hier eine ganz interessante Konstruktion. Hier ist ein, hier genauso sieht die Konstruktion aus, die du eben gesehen hast. Da ist so ein Holzrahmen, habe ich gemacht. Dann habe ich hier wirklich die Ecken hier alles komplett ausgeschäumt. Das werde ich hier auch machen bei dem Fenster. Dann, wie gesagt, hier alles eingesprüht, ausgeschäumt, Styroporplatte drauf. Nochmal Schaum, nochmal Styroporplatte, nochmal Schaum und dann eine Riegelplatte draufgeklebt und dann auch noch festgeschraubt. Also das ist hier alles vernünftig gemacht. Ja, hier ist es so, dass dieses Loch, da kommt ja das Rohr durch von dem Lüfter. Das habe ich hier schon liegen, das habe ich auch schon zurechtgeschnibbelt, das passt hier durch. Ich habe hier mit einem Glasschneider habe ich hier so einen Kreis gezogen, hier so. Da ich das aber nicht rausdrücken konnte, wenn ich hier gegenhaue, dann wäre die restliche Scheibe wahrscheinlich kaputt gebrochen. Dementsprechend brauche ich ja eine Kraft, die ganz klein auf einen Punkt ist und die ganz stark ist und die das restliche Material nicht in Mitleidenschaft zieht. Deswegen habe ich hier tatsächlich mit dem Luftgewehr 2-3 Mal in die Mitte drauf geschossen. Dann ist das hier durch das Glas natürlich gegangen und dann ist das hier in der Mitte weggebröselt. Dann konnte ich hier vorsichtig die Kanten wegbröseln. Man weiß sich, wie gesagt, zu helfen mit ein paar Tricks, weil sonst hätte ich das hier nicht so sauber das Loch reinbekommen. Jetzt werde ich noch weiterhin hier auch noch ein paar Löcher reinschießen, hier und hier und hier und hier. Das habe ich rausgefunden, das funktioniert sehr gut, weil man dann ein punktuelles, ganz winziges Löchlein hat und da kann ich dann hier auch Bauschaum reinsprühen, auch hier und hier und hier. Und dann ist das, wie gesagt, alles vernünftig hier isoliert. Dann ist es auch, da kommt nicht normaler Bauschaum rein, da kommt auch Brunnenschaum rein. Der ist natürlich auch noch, der würde Wasser zurückhalten. Das brauche ich hier nicht, aber falls das irgendwann mal hier Wasser reinkommt, dann wird das zurückgehalten. Ist eigentlich gar nicht notwendig, aber ich sage mir, sicher ist sicher.
Ja, so sieht diese Konstruktion. Das ist das Kabel für den Lüfter. Das kommt dann von außen, wird das alles angeschlossen. Die Elektrik, hier geht dieses Lüfterkabel in die Dose rein. Ja, das sieht so ein bisschen gefrickelt aus hier. Aber ich sehe wirklich zu, dass es vernünftig ist und durchdacht ist. Und dass das hier, wie gesagt, von der Isolation alles passt. Und ja, jetzt werde ich das Rohr da reinführen, beziehungsweise erst die Styroporplatte draufkleben und dann wieder, ja, so wie ich es gerade erzählt habe. Ja, mit diesem wunderbaren Bild verabschiede ich mich und sage tschüss, bis zum nächsten Video. We'll be right back.